Waldorf Basar im SL Can. Seit über 30 Jahren gibt es die Waldorfschule Liechtenstein in Can. Über 100 Kinder aus dem Fürstentum Liechtenstein, der Schweiz und aus dem Vorarlberg besuchen diese Schule. Und jetzt ist ein Neubau geplant für mehr Schüler und auch für ein Schulangebot bis hin zur Matura. Das Bildungsangebot, das ist allgemein bekannt, orientiert sich an der Waldorf-Pädagogik von Rudolf Steiner. Als Alternativangebot zur öffentlichen Schule nimmt über das kreative Lernen und Erleben mehr Platz ein. Das mal in der Theorie. Ich habe im Basar Stimmen eingefangen und gerade einmal ein paar Kinder, die auf mich zu suchen sind, engagiert. Was gefällt dir an dieser Schule speziell? Also, dass man halt Schüler ist, also halt, kann halt ganz gut lernen. Was gefällt dir auch an dieser Schule? Alles. Ah. Aber sagst du, es ist alles viel einfacher. Warum ist es denn viel einfacher? Es einfacher ist. Aha. Die Lehrer sind halt viel netter und ja. Dann ist ja klar, nette Lehrer, das wünschen sich alle. Also, Waldorfschule, nette Lehrer, das passt irgendwie zusammen. Ich habe dann gesagt, sie sollte doch die andere Frage, die haben sich zuerst noch ein bisschen spezialisiert. Ja gut, dann mit ihr weitergeredet. Sie hat gesagt, sie sei in der 6. Klasse und will bis zur 9. da bleiben. Also, ich gefragt, was sie dann nachher will machen. Also, ich gehe wahrscheinlich nach Zürich, dann in die, also auch in die Waldorfschule. Also, ja. Nach der 9. Ja, also wahrscheinlich. Was ist dein Berufswunsch? Architektin. Heula, jetzt aber, hä? Architektin. Was möchtest du machen? Was möchtest du lernen? Ich weiß noch nicht. Nein, nicht so ganz, gell? Ich weiß es auch noch nicht. Auch noch nicht, hä? Haben wir keinen Pilot drunter da? Nicht? Kein Piloten? Doch. Oh! Entweder Pilot oder Zimmermann. Ah, mein Pilot oder Polizist? Was? Ja, mein Pilot oder Polizist? Nein. Pilot oder Zimmermann? Also die andere. Eine wird auch Polizistin werden. Ja. Ja. Meine Schwester. Sie dort hinten. Ja. Okay. Sie war gesprochen, ich habe meine junge Reporterin. Also meine ehemalige Kollegin hat mich gefragt, ob ich zur Schule kommen kann. Und so bin ich reingekommen. Wieso schickst du dein Kind an die Schule? Ich finde, erwachsen ist man lang genug. Und in dieser Schule lernen die Kinder Kreativität, Musikalität, sie lernen Kind sein und sie lernen Dinge selbst machen, anfassen, Mathematik, indem man etwas anfasst. Ich bin total begeistert und traurig, dass ich selber nicht in eine Waldorfschule gehen durfte. Wir haben 4 Kinder, 2 sind jetzt noch an der Schule, 2 haben da Neujahr durchgemacht, sind in Vorarlberg in weiterführender Schule. Mir gefällt gut, dass da das Künstlerische einen grossen Platz hat, das Musische, die Musik. Das Referieren, eure Mi, also dieses Gesamtpaket an Persönlichkeitsbildung, das überzeugt mich. Ja, und bin nach wie vor ganz begeistert mit dabei. Und es ist schon wichtig, dass die Eltern mittun, man darf mitgestalten. Das finde ich auch sehr wertvoll. Mitgestalten und mitschaffen. Der Basar zum Beispiel ist Elternsache. Darum haben wir auch längere Zeit wirklich auf Lehrerinnen gewartet. Aber dann ist eigentlich auch Claudia Mandl. Und ich habe gemerkt, mit welcher Begeisterung die Kinder Claudia Mandl eben begrüßt haben. Und sie haben sich gefragt, warum sie da Lehrerin sind. Weil das für mich die beste Schule ist, die es gibt. Ich bin sehr gern da Lehrerin. Der nächste junge Reporter ist auf seinen Vater zugesteuert. Warum schickst du mich in die Waldorfschule? Es ist eine lange Antwort wahrscheinlich, aber Waldorfschule hat definitiv Vorteile im Selbstständigkeit geben für Kinder, dann individuelle Weg für jede Kinder zu finden, als wirklich Mensch, selbstständiger Mensch zu bauen und mit Wissen. Das ist die Haupt. Wieso schickst du deine Kinder an die Schule da? Ja, weil es einfach freier und offener ist als in der Staatsschule. Weil ein anderer Geist herrscht in dieser Schule. Und weil das Kind noch kreativ sein kann. Es kann noch mit den Händen arbeiten, muss nicht noch mit dem Kopf arbeiten. Und ja, es wird der Kopf und das Herz wird angesprochen. Mama, wieso schickst du mich an die Schule? Weil es die beste Schule ist, die es gibt. Sie ist sehr kindergerecht. Und für uns Eltern, wir lernen jeden Tag mit den Kindern mit. Musik
Ihr übt oft so Blockflöte und so weiter? Machen fast täglich, ja. Ach so, das gehört zur Schule? Das gehört zur Schule, ja. Das gehört zum Musikunterricht. Es spielen alle Schüler Blockflöte von der ersten Klasse an und sie lernen dann später die F-Flöte und mit verschiedenen Stimmen zu spielen. Und alles dein Ding, also alles Sache der Lehrperson. Also da musst du alles können? Man muss viel können, ja. Man muss es vor allem gern tun. Okay, aber ein umfassender Job, der Lehrkraft sein an der Waldorfschule? Auf jeden Fall, aber macht Freude. Okay, sagen die Kinder auch. Also, sie sind auf dich zugestürmt, sie haben dich gern. Also, das steht auf, das ist Kinder, emotional pur, oder? Die Kinder kommen gern zur Schule, ja. Liebe Besucherinnen und Besucher, es freut mich, dass wieder so viele sich bereit erklärt haben zur Arbeit, und es freut mich besonders, dass wir einige Eltern finden konnten, die Ateliers und Stände von anderen übernommen haben, die sich mit dem letzten Schuljahr ihrer Kinder von der Schule verabschiedet haben. So haben wir zum Beispiel für das Fischen die zweite Klasse gewinnen können. Daniela De Ampolo hat sich bereit erklärt, das zu leiten. Ein Kindergartenvater ist beim Kerzenziehen eingestiegen und die Bücherstube, wo die neuen Bücher erstanden werden können, wird jetzt von Frau Melanie Mundweiler-Happle verantwortet. Ich danke allen, die sich bereit erklärt haben, und wünsche viel Spaß und Freude bei der Arbeit an diesem Wochenende. Dietmar Schöch, du schickst deinen Sohn her. Letztes Jahr, gell, 9. Jahr. Was ja. Hat dein Sohn nachher im Sinn zum Lernen? Also, das ist eine schwierige Entscheidungsphase zurzeit. Er hat sich hin und her überlegt, soll er weiterhin in die Schule gehen? So wie viele Schüler hat er zuerst einmal gesagt, nein, ich habe genug davon, Papa, ich mag etwas anderes tun, ich mag nur in die Schule gehen. Dann hat er sich die Lehrberufe angeschaut und hat entdeckt, dass man da auch schaffen muss, etwas tun muss. Und jetzt ist er auf die Idee gekommen, dass er doch weiter in die Schule gehen möchte. Es könnte im Moment die HTL, die Höhere Technische Lehranstalt in Rankweil, für Elektrotechnik wäre. Das wäre eine Möglichkeit für ihn, ja. Wäre der Anschluss zum Beispiel auch richtig Borg gewährleistet? Also, weißt, meine Frage ist, nach der Waldorfschule kannst du auch an weiterführende Studien gehen? Du kannst nach der Waldorfschule hier in Schaan problemlos umsteigen an andere allgemeinbildende höhere Schulen. Du hast nach 9 Jahren die Schulpflicht hinter dir. Du kannst auch eine Lehre machen, und es gibt da die Möglichkeit, dass man, wenn man jetzt waldorfmäßig weitermachen möchte, dass man nach St. Gallen geht und dort einen Schulabschluss mit Matura bzw. Abitur vorweisen kann. Dann. Also bei allen vermeintlichen Freiheiten, die Waldorfschüler haben, ist gleich eine Schulung fürs Leben. Du bist ja selber Polizist, also du stehst im Leben, du denkst nicht, die Schule ist ein Schonraum, und nachher kommt dann die Realität als Schock. Nein, das sehe ich nicht so. Also so isoliert sind die Schüler in dieser Schule nicht. So abseits der Realität stehen sie nicht. Also sie sind doch ins Leben eingebunden. Mein Eindruck ist, dass die Schüler aus der Waldorfschule, vor allem wenn ich mir die Jugendlichen da anschaue, dass die, was ihre sozialen Fähigkeiten anbelangt, etwas fortgeschrittener sind vielleicht als Schüler von anderen Schulen. Ich habe einmal ab und zu schon Rückmeldungen gekriegt von Vorarlberger Lehrern, die solche Schüler sehr gerne in ihre Klasse aufnehmen. Ja, Erik Kunel, du bist Präsident. Was heisst denn das überhaupt, Präsident? Bist du der Chef, du bestimmst alles, oder um was geht es denn da? Ich bin seit 4 Jahren der Präsident vom Verein, und das bedeutet, wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Finanzen, die Verwaltung und die Gebäude in Ordnung kommen und der Schulbetrieb möglich wird. Der eigentliche Schulbetrieb geht uns nichts an, der wird eigenverantwortlich von den Pädagogen geführt.
Du hast zwei Kinder hier, gell? Die Tochter ist 12, der Sohn ist glaube ich ein bisschen jünger. Warum hast du die Kinder jetzt hierher geschickt? Ja, bei mir war es relativ früh klar, dass mich das interessiert. Ich selber bin 9 Jahre früher auf eine Waldorfschule gegangen, die damals gegründet wurde. Dann gewechselt an eine internationale Schule und von dem her kannte ich beide Systeme. Und für mich war immer klar, ich würde mich freuen, wenn Sie die Chance haben, das zu erleben, so eine vielseitige, entspannte Schullaufbahn zu haben. Und die Ängste, können Sie nachher weiter oder nicht, die hatte ich nicht, weil ich einfach über Kollegen die Erfahrung gemacht habe, dass jeder seinen Weg gemacht hat, wohin er wollte. Das heisst mit anderen Worten, der Ruf, den die Waldorfschule mal hat, oder? Schonraum und nachher kommt der grosse Schock, stimmt überhaupt nicht. Ich muss vielleicht sagen, du kommst von Luxemburg, du bist ein Ingenieur, bist bei der Hilti tätig. Also du bist ein nahtloses Leben eingestiegen, ohne Lebensschock. Ich bin nahtlos ins Leben eingestiegen und es sind leider viele Vorurteile, die ich immer wieder treffe, wo die Leute einfach wenig wissen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, es geht mir aber genauso. Ich weiß wenig über die Montessori-Schulen, ich weiß wenig über die Schweizer Schulen, ich habe einfach das System gut kennengelernt und gefunden, dass es mir sehr gut taugt. Jetzt wohnen ihr ja in der Schweiz, gell? Also ihr zahlt dort Steuern. Es gibt nach wie vor keine Bildungsgutscheine. Also du zahlst im Grunde nur auch mit Steuergeldern die öffentlichen Schulen und musst das dann noch separat zahlen eigentlich. Ist das auch eine finanzielle Frage denn? Es ist leider auch noch eine finanzielle Frage, wobei wir so viel wir dafür können tun, dass es für alle Kinder möglich wird. Und das haben wir so gestaltet, dass wir vor 5 Jahren neue Beiträge eingeführt haben, die radikal abhängig sind vom Einkommen. Das heißt, jemand, der fast nichts verdient, gibt wenig Geld an die Schule und jemand, der viel verdient, gibt mehr Geld an die Schule. Und das funktioniert seit 4 Jahren extrem gut. Und wir haben auch alle miteinander gemerkt, dass es viel fairer ist, weil jemand, der wenig hat, kann auch weniger geben. Und wir haben viel Respekt vor jedem, der das möglich macht. Und heute haben wir Beiträge, die gehen von 200 Franken im Monat für eine ganze Familie bis zu fast 2000 Franken im Monat für eine ganze Familie. Und es passt für viel mehr Leute und geht gut auf. Gut, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, 2000 Franken, das ist quasi ein Höchstbetrag. Ja. Das zahlst du im Grunde fast für jede Schule, dann, gell? Sei es Formatio oder International oder so. Also, das Unschöne ist ja einfach, dass du es doppelt musst zahlen, weil du durch die Schulsteuern auch nicht zahlst im öffentlichen Bereich, oder? Ja, was ist das Unschöne? Ich glaube, wir müssen einfach damit leben, dass es noch in der Stadt, in der Politik so ist, dass nicht alle Schulen gefördert werden. Aber zum einen sind wir froh, dass alle Schulen erlaubt sind, wenn sie ein gutes pädagogisches Programm haben. Und nach gibt es auch verschiedene politische Bewegungen, die helfen, dass etwas gefördert wird. Jetzt in St. Gallen kann man den Schulbetrag absetzen von der Steuer. Das hilft schon ein bisschen. Im Liechtenstein ist es so, dass wir eine Grundförderung bekommen von etwa 15% von unserem Umsatz. Das ist wenig, aber es hilft. Es gibt uns die Chance, die Pädagogik besser aufzustellen. Ja gut, das ist wieder eine andere Frage, natürlich auch politisch, aber wenn dein Sohn jetzt ein super Fußballer wäre, Sportschule würde natürlich dann voll zahlt, gell? Also da gibt es immer noch die ungleichen Spiess. Gut, du bist bei der Hilti tätig, eben, du bist Ingenieur, du bist voll im Business drin, also das ist überhaupt kein Problem. Also die ganzheitliche Beschulung, das macht die Menschen so reife Menschen, dass sie emotional über den gefestigt sind und dann eigentlich mit anderen Lebenssituationen können umgehen. Kann man das jemandem so sehen? Ich sehe es auf jeden Fall so. Und es gibt, glaube ich, auch verschiedene Auffassungen. Und da müssen wir einfach sagen, unsere Pflicht und unser Interesse ist, alle zu informieren über die Systeme, die es gibt. Und am Ende ist es die Verantwortung von jeder einzelnen Familie, ihres auszuwählen. Und ich vergleiche es immer gerne mit dem Bild, wenn jemand meint, dass man einen starken Baum besonders gut züchtet, indem man ihn von Anfang an extrem belastet mit Wind und Sturm und Sonne und Hagel, dann muss er auf extreme Belastungen setzen. Und wenn er meint, er braucht Ruhe die ersten 15 Jahre, dass er mal Kraft kriegt, Vielseitigkeit findet, dann sind das eher Menschen, die auf eine Waldorfschule gehen. Mhm. Apropos Baum, wer ist denn der Gärtner? Wer sagt denn, was und wenn gegossen wird? Sind das denn die Eltern, die dann der Lehrerin sagt, was passiert? Ist das Lehrerin oder wer ist das? Ist der Präsident vielleicht noch? Der Präsident darf es gar nicht sagen, weil er hat nichts zu tun mit der Pädagogik. Die Aufgabe, die Idee dahinter ist, die Kinder zu beobachten und ihnen möglichst dann die Informationen zu geben, wenn sie es wollen. Das heißt, wenn ein Lehrer merkt, es läuft extrem gut mit der Rechenepoche, wo sie voll dran sind, 3 Wochen am Stück jeden Morgen rechnen, wenn alle fit sind. Und wenn er merkt, es läuft gut und er macht ein paar Tage länger, dann macht er das. Und wenn er merkt, es läuft gar nicht, kann er auch ein paar Tage eher aufhören und auf ein anderes Fach wechseln, was wieder mehr kreativ ist. Aber die Eltern haben eine beschränkte Mitsprache. Es gibt einen Elternrat, eine beschränkte Mitsprachemöglichkeit. Wir versuchen, möglichst alle einzubinden, weil alle betroffen sind von dem Thema. Aber natürlich brauchen wir Klarheit, wer das letzte Wort hat und wer die Kompetenzen hat. Das ganze pädagogische Programm wird geführt und bestimmt von den Lehrern.
der soziale Umgang, ob es gut miteinander läuft, die kreativen Projekte, die wir durchführen, damit alle sich kennen, damit alle Eltern sich kennen, alle Kinder sich kennen. Das wird über den Elternrat organisiert. Und dass die Finanzen in Ordnung kommen, die Verwaltung läuft, liegt beim Verein. So sind es im Prinzip drei Gewalten, die miteinander im Dialog stehen. Ja. Und wie laufen die Aufnahmen? Also weißt, nennt ihr jeder Schüler, mal ist dann auch ja, quasi Leistungsversagen in der Volksschule, denkt man, oh, schickt man schnell in die Waldorfschule. Ist das eine Möglichkeit? Oder suchen ihr auch Schüler, die eben relativ gut sind? So? Es gibt Interessen und wir haben grundsätzlich die Philosophie, wir möchten jedem Kind die Teilnahme an der Schule ermöglichen und haben aber unsere Grenzen. Die normale Aufnahme läuft über die Anmeldung für die erste Klasse. Da gibt es ein persönliches Aufnahmegespräch, wo zwei Pädagogen meistens im März, April, Mai das Kind anschauen und dann aufnehmen. Und wir haben auch das ganze Jahr durch in allen Klassen immer wieder Kinder, die quer einsteigen. Die kommen eine Woche zur Probe. Und nach der Woche entscheidet der Pädagoge, ja, ich bin bereit, die Verantwortung zu übernehmen, dem Kind weiterzuhelfen in der Ausbildung, in der Klasse, das funktioniert. Und dann gibt es danach 3 Monate Probezeit und dann ist das Kind fix dabei. Die letzte Frage, der Erfolg, gell, von der Waldorfschule, ich glaube, der ist da auch sichtbar jetzt bei dem Adventsmarkt. Also man sieht, die Leute sind wirklich interessiert. Und das sind ja wahrscheinlich nicht einmal, habe ich festgestellt, alles wirklich Ältere, sondern auch wirklich andere Interessierte, die aus außen herkommen. Also das Interesse ist auf jeden Fall erweckt an alternativen Modellen zur öffentlichen Volksschule. Ich glaube, das Interesse an verschiedenen Modellen ist absolut erweckt. Wenn man durch das Rheintal schaut, haben wir verschiedene andere Schulen auch, die konsequent andere pädagogische Konzepte anbieten. Und es ist eine absolute Bereicherung, meiner Meinung nach. Und ich würde mich auch freuen, wenn es uns in den nächsten Jahren gelingt, die Vielfalt noch mehr miteinander darzustellen, dass jede Familie möglichst früh merkt, wo will ich her? Was taugt mir am besten? Ja, Claudia Mandl, du unterrichtest hier an der Waldorfschule in Liechtenstein. Du bist, glaube ich, Vorarlbergerin. Du hast auch mal in einer öffentlichen Volksschule Schule gegeben. Wie ist bei dir die Umstellung angekommen? Ja, das war eigentlich mein großer Wunsch, an einer Waldorfschule zu unterrichten, seit meiner Studienzeit. Nur habe ich es erst später dann geschafft, diese zusätzliche Ausbildung noch zu machen, wie meine eigenen Kinder schon im Kindergarten waren. Man merkt, du bist Feuer und Flamme. Aber ganz ehrlich gesagt, du machst eine zusätzliche Ausbildung und du verdienst weniger. Also ja. Du kannst da damit leben, weil es dir einfach so gut gefällt. Ja. Was ist denn anders in dieser Schule? Was machst du anders als in der öffentlichen Volksschule? Es ist manches in der Struktur anders, zum Beispiel der Epochenunterricht, dass wir gewisse Fächer über mehrere Wochen hinweg geben und bei diesem einen Fach schwerpunktmäßig bleiben. Und das ist eine große Erleichterung für uns Lehrer in der Vorbereitung und die Kinder können besser eintauchen. Es ist einfach intensiver. Könnte man, wenn man ehrlich ist, in der öffentlichen Volksschule machen, wenn man will, oder wahrscheinlich? Ich weiß es nicht, wie das mit den Eltern. Ja. Ich habe damals nicht probiert. Also ich habe versucht, damals schon Elemente aus der Waldorfpädagogik in die öffentliche Schule zu bringen. Aber so große Veränderungen habe ich mir nicht zugetraut. Ja. Stichwort Eltern. Also was sagen die Eltern? Reden Sie drei? Ist ein Elterndiktat? Oder? Nein, auf keinen Fall. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist sehr eng. Wir haben 4-mal jährlich Elternabende. Und besuchen die Familien auch zu Hause für ausführliche Gespräche. Die Eltern sind mit verschiedenen Arbeiten sehr eingebunden. Zum Beispiel gehört das Schulhaus putzen, ist Elternarbeit, die ganze Basarvorbereitung, also überhaupt die Durchführung des Basars, das stemmen die Eltern. Aber die Zusammenarbeit ist sehr gut und intensiv und getragen. Also du fühlst dich nicht beobachtet, nicht bedrängt? Ich fühle mich getragen von der Elternschaft. Okay. Gut, ja. Also dann ist ja das wirklich das so, wie es ja eigentlich sollte sein. Ja? Es ist ein Idealzustand, ja, wenn man Glück hat, oder? Ich bin Mutter von 2 Söhnen, die mittlerweile 22 und 24 sind und studieren. Und beide Buben waren da an der Waldorfschule ihre ersten 9 Schuljahre. Die sind dann ins Gymnasium gewechselt nach Feldkirch. Also Borg? Musikgymnasium. Ach so, ja. Das ist, glaube ich, etwas, gell? Also das zeichnet die Waldorfschule aus, die Vielfältigkeit, Werke, eben Handeln, Musik, das Gesamtheitliche. Die künstlerischen Fächer haben mehr Raum, nehmen mehr Raum ein, ja, weil es uns einfach gleichwertig vorkommt mit den intellektuellen Fächern, dass diese Fähigkeiten auch geschult werden. Du hast im Moment jetzt 12-Jährige, gell? Ja. Du hast einen neu bekommen.
Da hat noch keine Flöte dran, kann man sagen, das sind Wähler und so weiter. Ist das manchmal noch eine Gewöhnungsphase, wenn man neu in so eine Klasse kommt? Sicher, es ist eine Gewöhnungsphase, weil natürlich sehr vieles neu ist. Auch in den Fremdsprachen sind wir zum Teil weiter als an den öffentlichen Schulen, weil wir in der ersten Klasse schon wirklich mit Englisch und Französisch beginnen. Also da machst du noch spielerisch, auch? Ja. Also Englisch? Französisch nicht, Englisch Nein. mache ich selber. Ah, also man hat in der Waldorfschule gleich die Möglichkeit, gewisse Fächer abzugeben, dass man zum Beispiel ja. Musik und so. Genau, gut. Wir versuchen uns da gegenseitig zu ergänzen und schauen, was einfach sinnvoll ist. Mhm. Ja. Aber der Klassenlehrer versucht, möglichst viele Stunden in seiner Klasse zu unterrichten, damit er einfach nah an den Schülern ist. Ja. Und ist denn lang bei dem Klassenlehrer, oder? Fast die ganze Schulzeit, oder? Ja, ich meine, das ist eine Idealvorstellung, dass man möglichst lang seine Klasse führt. Natürlich muss man dann auch wieder im einzelnen Fall schauen, ob man gerade nach der 6. oder 7. Klasse, ob da vielleicht ein Wechsel sinnvoll ist. Wir sind da flexibel und besprechen das im Kollegium. Hat man als Mama den Wunsch, deine beiden Söhne zum Beispiel, sind bei einer Lehrperson einfach jetzt nicht passt? Und es wäre so wichtig, gerade bei der Steiner Schule oder Waldorfschule natürlich, emotional muss es passen. Hat man einen Wunsch, eine Möglichkeit, dass man auch wechseln kann? Also es hat gepasst bei meinen Söhnen. Wir haben insofern wenig Möglichkeit, etwas zu wechseln, weil wir keine Parallelklassen haben. Wir führen jede Klasse nur einfach. Dafür sind wir nicht groß genug. Ja. Dein größter Wunsch zum Beispiel jetzt an die Waldorfschule. Was würdest du jetzt verändern, wenn du es so könntest? Na, ich würde mir von außen her was wünschen. Ich würde mir mehr finanzielle Unterstützung wünschen aus öffentlicher Hand, damit wir besser unsere Ideen umsetzen können. Wir sind zwar jetzt soweit, wir haben gestern den Grundstein gelegt für unseren Schulneubau, also das ist ein Jahrhundertschritt und das hat viel Mühe gekostet, sich in diese finanziellen Mittel zu finden und wir würden da mehr brauchen, um wirklich alles gut umsetzen zu können. Ja. Du bist jetzt so als Vater tätig, also völlig freiamtlich, oder? Ja, sehr gerne sogar, ja. Ja, ja. Was macht dir Spaß? Es macht Riesenspaß, vor allem bewundere ich die Kinder, weil sie sich ganz geduldig anstellen, einmal kurz die Kerze reinhalten und sich wieder anstellen. Und selten habe ich Kinder so geduldig erlebt. Macht viel Spaß. Also der ganze Basar ist von den Eltern organisiert. Und zahlt. Und zahlt. Und das ist halt unsere Einnahmequelle, wo wir unsere Schule damit unterstützen können. Das heißt, du zahlst für die Schule, du unterstützt die Schule und die Schule kriegt halt einen monatlichen Beitrag, das ist klar. Und das ist noch zusätzlich ein Beitrag, den die Eltern leisten. Natürlich auch in der feinen Zusammenarbeit mit den Kindern. Das ist für uns ja auch eine tolle Veranstaltung. Und zusätzlich zu dem, dass wir da für die Schulen was dazu verdienen, schaffen wir mit unseren Kinderzimmer und sorgen auch andere Leute und Menschen, was wir da eigentlich schaffen. Bist du voll überzeugt? Es ist für uns auf jeden Fall die richtige Schule. Und wir fühlen uns da wie in einer großen Familie. Es ist ein Team, wo zusammen an einem Strick zieht und in die gleiche Richtung geht. Auch Mädchen tun gerne werken, gell? Macht dir Spass? Ja. Was machst du am liebsten in der Schule? Handarbeit. Und was machst du am liebsten? Ich? Ja. Keine Ahnung. Viel. Viel? Faust du in der Schule? Ja. Gut. Und was gibt es das da? Was? Was gibt das da noch? Das da? Kleiderhänger oder so. Ach so, okay. Kann man so Tübeln da noch so innen, dann kann man Kleider aufhängen. Ich meinte, ihr hättet da einen privaten Markt, aber das ist überhaupt nicht so, gell? Nein, das ist, wir sind Waldorfmütter und das schon das Jahr durch produzieren und extra für den Basar und so verkaufen. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Ja, Wohlfühlstand, Wohlfühl mit Salben und Seifen passt sehr gut zu der Waldorfschule mit natürlichen Produkten. Wir haben keine Chemie drin, alles sehr hochwertige ätherische Öl drin. Die Seifen werden gesiedet von uns im Frühling, damit sie noch schön gelagert sind. Die Seifen tut man besser lagern und dann brauchen. Und die Salben werden 3 Tage vor dem Basar angerührt und das Öl werden auch 3 Tage vorher gemischt. Tun die Schüler einbeziehen zum Teil? Nein, das machen nur wir Mütter. Ja. Da muss man ein bisschen in Ruhe arbeiten und auf den Punkt bringen, dass man es super macht. Aber ein unglaubliches Engagement, he? Also muss man sagen. Ja, das haben wir schon. Aber wir machen es mit viel Liebe. Für die Kinder, für die Waldorfschule. Du hast ja wirklich ein volles Engagement als Mama. Ja, also man wächst mit den Kindern mit. Man geht auch noch mal mit den Kindern in die Schule.
Es ist wirklich für uns auch eine rechte Bereicherung, um Sachen mitlernen. Man kann auch manchmal ein Déjà-vu, das man hatte, vielleicht früher von der Schule, sagen wir mit der Mathe, mit dem Deutsch, mit den Sprachen, kann man nochmal richtig überarbeiten. Und die Freude, die einfach die Kinder haben, und die Ruhe. Wir haben auch selten Kinder, die Kopfweh haben, weil sie einfach nicht so kopflastige Sachen machen müssen. Es ist auch viel Learning by Doing. Meine Töchter sind 12 und 14, gehen in die 6. und 8. Klasse. Und sie haben jetzt gerade eine Physik-Epoche gehabt und als Abschluss sind sie ins Technorama auf Winterthur. 6., 7., 8. und 9. Klasse. Und das ist so toll, wenn sie die Sachen, die sie im Unterricht gesehen haben, jetzt auch noch richtig gesehen haben. Und ja, sie sind müde und zufrieden heimgekommen. Sie tun es dann auch aus dem Rucksack. Und das gibt eine unheimliche Gemeinschaft unter den Kindern. Also wir machen immer zuerst eine Einschulung in der Schule, sagen den Schülern, wie das mit den Haarbändchen funktioniert, wie man es wickelt, anhand einer Armbände. Ja, zeig mal kurz. Dann muss ich was holen. Also da haben wir schon Fäden gerichtet. Wo sind die? Ja, Clara, glaube ich. Hast du die Fäden? So. Also. Und dann machst du das in der Schule? Ja, das zeige ich den Schülern. Ich bin eigentlich Elternteil, aber für den Basar, da haben wir das vorbereiten und machen eine kleine Einschulung, dass die Schülerinnen dann das auch wirklich am Basar können. Und das ist aber kompliziert, nicht? Ja, es ist schon. Bei langen Haaren wird das. Ja, ist ja schon, man braucht eine gewisse Fingerfertigkeit. Aber unsere Schüler sind handwerklich talentiert. Gehst du in die Schule als Mama? Ja, für, also am Vormittag gehe ich in die Schule. Aha. Und sage das den Schülern.